Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gothic 3. Wir stehen hier mal wieder in Kabdun und wir haben beim letzten Mal sowohl Sylden als auch Montera befreit. Und ich würde sagen, heute fiel mir nämlich so ein, dass wir das noch gar nicht gemacht haben. Wir gehen nämlich jetzt mal zu Xadas. Wir haben ja die Artefakte Adanos schon seit einer Weile gefunden. Und wir können Xadas ja mal endlich darüber berichten, dass wir die haben, um vielleicht endlich seit Gothic 1 zu erfahren, was denn sein großer Masterplan hinter alledem ist. Xadas, was hast du vor? Ach ja, genau, dieses komischen Schreiben haben wir ja noch. Allerdings musste ich dafür erst alle Orks aus der riesigen Mine vertreiben. Genau so sollte es auch sein. Die Nordmarer müssen die Mine erst wieder in Betrieb nehmen und die Orks der Gegend haben herbe Verluste erlitten. Der Erzofen hat in meinem Plan eine besondere Stellung. Bis sich die Schmiede des Hammer-Clans wieder am Erzofen zu schaffen machen, wird einige Zeit vergehen. Was hast du eigentlich noch nicht geplant? Lass mich mal überlegen. Eigentlich sollte alles so laufen, wie es vorgesehen war. Diese Schriftrolle habe ich in Vengard erhalten. Du willst den Tod des Königs. Gefangen unter seiner eigenen Kuppel würde er jede Hilfe von außen akzeptieren. Also auch deine. Oder ganz besonders deine. Du solltest erkennen, dass seine Situation nur von Vorteil ist. Ich habe nun einige Befehle gesammelt. Sind noch mehr da draußen? Das scheinen alle zu sein. Zumindest alle wichtigen. Ich weiß schon nicht mehr, wofür ich die überhaupt sammeln sollte. Wie geht das mit? Lasst alle Menschen frei. Du überschätzt meinen Einfluss auf die Orks. Hier, diese Schriftrolle sollte genügen. Das ging aber schnell. Was hast du Ich kann erwartet? Damit K nicht mehr Soll reden. Soll ich etwa eine Feder benutzen? Lass gut sein. Ich kann mit K aber, glaube ich, nicht mehr reden. Welcher Ork soll das Schreiben erhalten? Na, wer schon? Der Kriegsherr kann. Wahrscheinlich reicht es, wenn du es den Torwachen in der Burg von Faring übergibst. Den ich direkt zu kann. Jetzt mal eben, wenn ich nicht genug Ruf bei den Orks habe, kann ich sowieso nicht zu Khan. Sag, Xadas, was hast denn du noch? Nix. Was ist dein großer Masterplan? Ich habe die 5 Artefakte Adanos. Dann hältst du große Macht in deinen Händen. Eine Macht, die Zuben und Roba auf ihrer Seite sehen wollen. Beides ist möglich. Mit diesen Artefakten kannst du dich für Innos oder für Belia entscheiden. Und was hast du vor? Ich sage, es liegt an uns, zu verhindern, dass Belia oder Innos diesen Krieg gewinnen. Denn was würde passieren, gewinnt einer der beiden? 1000-jährige Herrschaft unter dem Willen eines Gottes. Am Ende wird es wieder Krieg geben. Mein Plan sieht vor, diesen Wahnsinn für immer zu beenden. Das ist der dritte Weg, den ich dir anbiete. Doch diese Entscheidung treffe nicht ich. Sondern du. Und welche Rolle spielen die Artefakte dabei? Gehe zum Erzofen im Nordmar und zerstöre sie. Nimm den Fokusstein. Er enthält die gesammelte Magie der Runen. Es ist genug Energie, um den Erzofen so anzufeuern, dass die Artefakte darin vernichtet werden können. Ich soll die Artefakte vernichten? Damit ihre Macht nie mehr eingesetzt werden kann. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Entscheidest du dich für Belia oder Innos? Ist alles, wofür ich gekämpft habe, verloren. Zumindest für die nächsten 1000 Jahre. Als ob er das einfach so zulassen würde. Was ist, wenn ich die Artefakte zerstört habe? Dann beschreiten wir einen Weg, dessen Ziel wir nicht kennen. Aber es wird noch nicht vorbei sein. Alles Weitere werde ich Natürlich dir sagen, erklärt er wieder mal nicht alles. Sind. Zeig mir deine Ware. Naja gut, Xadas, wir werden es uns merken. Wir düsen dann mal eine Runde nach Faring und geben dieses Schreiben noch ab. Faring möchte ich eigentlich als letztes befreien, weil da eben Khan ist. So. Stimmt, hier wäre noch Tristan. Okay. Hättest du mir nicht sagen können, dass ich in der Arena Champion werden muss? Nein, werde ich nicht.
Sei froh, dass du nur mit Tarok reden musstest. Was hättest du wohl machen müssen, wenn du dafür zu Khan persönlich Okay, ich habe keine Ahnung, was für eine Quest das nochmal war. Dann geh und mach dich wieder nützlich, Mora. Okay. Ach so, diese Helmgeschichte, glaube ich. So. Kann ich dir das geben? Gib diese Schriftrolle deinem Herrn. Sie kommt von Xardas. Bist du ein neuer Bote? Normalerweise lässt mir Xardas seine Wünsche selbst zukommen. Es ist eine Prüfung. Wenn ich sie bestehe, wird mich Xardas unterrichten. Ach so. Ein einfacher Mora im Dienste Xardas? Seine Magie wird dich wahrscheinlich töten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Na gut, wir haben ja schon gemerkt, dass die Mods Xardas so ein bisschen komisch machen. Gehen wir mal wieder zu ihm. Ich möchte die Artefakte aber eigentlich noch nicht zerstören. Khan sollte die Schriftrolle erhalten. Hast du sie der inneren Torwache übergeben? Ja, das habe ich. Dann lass uns dieses leidige Thema abhaken. Ich werde aber nicht vergessen, dass du mich absichtlich in Gefahr gebracht hast. Hast du dich noch immer nicht daran gewöhnt? Das macht der seit Teil 1. Brauche ich nicht. Brauche ich auch alles nicht. Armee der Finsternis wäre noch ganz geil. Gib mal her. Vielleicht mehrere davon beschwören. Vielleicht können wir damit irgendeine Stadt befreien. Wäre ganz lustig. Was haben wir denn noch? Wir haben noch... Ja gut, Geld, dann will ich das nicht machen wegen Laras. Wir haben noch... Was haben wir denn noch? Faring und Geldern, ne? Faring und Geldern. Können natürlich auch erstmal... Ach, wisst ihr was? Wir machen das heute mit Diego. Wir machen das heute mit unserem Kumpel Diego. Wir fangen mal in der Wüste an. Die Assassinen sollen auch schon merken, dass hier einiges zugange ist. So, Diego. Wir müssen... In der Wüste ist das ja ein bisschen cooler gemacht mit dem Städtebefreien. Da helfen einem ja oft die Nomaden. Das heißt, wir müssen mal kurz Riordians Truppe wiederfinden. Die Musik in der Wüste, ne? Die ist so nice. Ich liebe die. Die Jungs, die chillen doch irgendwo hier oben, ne? Okay, ich sollte vielleicht nicht bei dem Stallen hochgehen. Bin ich hier richtig? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist falsch. Bin ich schon vorbei an der Höhle? Bin doch schon safe vorbei. Die ist weiter da vorne, ne? Ich laufe viel zu sehr am Rand. Was machst du denn? Naja. Dreht er sich einfach um. Was soll das denn schon wieder? Ich schieß durch ihn durch. Also, manchmal verstehe ich die Hitbox nicht. Da, ich schieß in ihn rein. Da! Er stirbt einfach nicht. Okay, wo war denn die Blöde von Riordian jetzt? Da, glaube ich. War schon wieder Crawler. Ich brauche die eigentlich gar nicht mehr töten für Erfahrung. Aber ich habe keine Lust, dass sie gleich irgendwie im Weg sind.
Jungs. Was geht? Können wir bitte los? Ah. Ayla ist zurück in Braga. Ausgezeichnet. Dann wird Naphalem sich in Sicherheit wiegen. Nun hilf uns bei den weiteren Vorbereitungen für den Angriff auf Braga. Ich bin bereit für den Angriff auf Braga. Gut, hier ist der Plan. Wir rennen hin jetzt auf ins Ruinenfeld und greifen an. Du kannst uns begleiten oder deinen eigenen Weg gehen. Wir werden uns dort treffen und dann greifen wir an. Bitte lauft nicht langsam. Boah, jetzt laufen die erstmal 3 Jahre dahin. Ich glaub's nicht. Weißt du, begleiten in dem Tempo. Alter, die brauchen 5000 Jahre. Vor allem, das sind ja viel mehr Nomaden als Assassinen da unten. Die machen hier immer platt. Das Ding ist, ich kann es, glaube ich, nicht wegporten, weil ich dann zu weit weg bin. Und das Gebiet hier nicht mehr lädt, glaube ich. Oder? Oder doch? Oder nein? Ja gut. Ich hoffe mal, die gehen trotzdem weiter, weil ich will jetzt nicht da unten auf die warten, ehrlich gesagt. Wir gehen erstmal nach Lago. Und werden hier vielleicht mit Lester mal eine Runde Lago aufmischen, damit dem das ganze Sumpfkraut gehört. Das Shakyor. Ich bin bereit. Lass uns Lago angreifen. Stillen wir unseren Durst an unseren Feinden. Die Assassinen werden den Zorn eines Löwen kennen. Ja, wofür war das jetzt gut? Wieso hat die Mod da jetzt noch was hinzugefügt? So! Ein guter Rat von mir. Waffe weg! Nein, wir machen erstmal den Chef hier platt. Fabio! Zack! So, danke für die Information, Mamuk, aber du musst leider dran glauben. Nein, sie greift den Krautherrscher da an. Die Krautherrscher vor allem, die Gärtner. Lester! Zack! So, warte, ich muss den komischen, rauchenden, nackt auf dem Fell liegenden noch platt machen. Achso, den hat Shakya schon getötet. Lago ist, glaube ich, die am einfachsten befreiende Stadt, weil hier einfach niemand ist. Go, Lester! Ich bin gar nicht mal so also schlecht. Einer flieht, ne? Einer. Muss alle töten, bis auf einen. Er rennt weg. Ja, Sibur, ich hole mir mal deine Felle und deck mich da selber nachher nackt drauf. Boah, jetzt hat der DRL-Bote den epischen Moment unterbrochen. Jetzt muss ich kurz an die Tür. Ja, damit. So, Shakyor. Lago ist frei. Und so ist es gut. Ja, Vatras ist schon über alle Berge. Und du hast Mut. Du kannst stolz. Stimmt, ich hätte Vatras auch darauf ansprechen können. Ist es nicht an der Zeit, den Stein des Löwen weiterzugeben? Du begehrst ihn? Dann verdiene ihn dir. Habe ich das nicht schon getan? Nein. Lago zu befreien war mutig. Aber deshalb werde ich meinen Stein nicht geben. Also, okay. Was verlangst du für den Stein des Löwen? Ich bin ein Nomade und ich kämpfe für mein Volk. Dieser Kampf ist wichtig. Ich will, dass du das verstehst. Verstanden. Klar verstehe ich das. Dann sprich zu meinen Brüdern. Such die Sippen auf, die gegen die Sklaverei kämpfen. Und sprich mit ihren Anführern. Dann bist du würdig, den Stein zu tragen. Welche Sippen soll ich aufsuchen? Sprich mit Azaru. Er führt seine Sippe bei Braga. Suche Kayu auf. Er kämpft bei Murasul. Wutras findest du bei den Ruinen von Al-Shadim. Hurit und seine Sippe wirst du südlich von hier finden. Halte nach einer Oase Ausschau. Und Sinika ist in den Osten gezogen. Suche ihn in der Nähe der Tempelstadt Bakaresh. Es soll reichen, wenn du mit diesen Brüdern sprichst. Ich habe zu deinen Brüdern gesprochen. Was man Aufwand machen muss für diesen Stein, den man niemals braucht. Stein des Löwen. Seit vielen Jahren trage ich ihn. Du hast dich als würdig erwiesen, ihn zu tragen. Nutze seine Magie für deinen Kampf. Nutze seine Magie, um unsere Brüder zu befreien und die Assassinen aus ihren Sklavenburgen zu vertreiben. Was hast du jetzt vor?
Es ist Zeit, den Atem Adanos zu teilen. Wir rauchen die Pfeife. Ach so. Doch der Kampf geht weiter. Wenn du den Löwen rufst, wird er mit dir kämpfen. Oh, er kann es auch mitkommen. Okay. Nee, ich will nicht mit ihm kämpfen. Wo ist denn dein Löwe jetzt? Nein, sie haben den Gärtner getötet. Sie haben den Gärtner gekillt. Alles, da musst du wohl jetzt hier Hand anlegen und alles anbauen. Städte von denen hier werden ja nicht neu bevölkert. Habe ich Fabio gelootet? Nee. Wo ist dein Löwe? Ich würde jetzt ganz gerne nochmal zu Vatras. Tatsächlich. Um zu gucken, ob der noch was sagt. Ich hätte den ja auch irgendwie drauf ansprechen können. Irgendwie kämpfe für dein Volk oder so. Mal gucken, ob ich das jetzt noch machen kann oder ob das einfach nur für Lago gewesen wäre. Der chillt ja da auch dann noch rum und raucht Pfeife und sowas, warum auch immer. Ding ist, ich weiß gerade nicht mehr, wo der ist. Da war bei der Oase. Hoffe ich jedenfalls. Oink. Oh, ich glaube, ich darf jetzt auch, wenn ich dann Braga noch befreie, nicht mehr zu Zuben. So, ich glaube, die sind dann auch alle böse auf mich. Wo waren die denn? Vatras, wo versteckst du dich? Das hier ist eingezeichnet als Oase. Okay. Wirklich. Aber die Oase muss doch hier auch irgendwo sein. Hm. Oh, hier. Glaube ich. Ich glaube, hier war das. Ach, da hocken die Sklaven. Ja, keine Ahnung, die wollten ja nicht in der Mine arbeiten. Vatras. Hey. Du bist nicht grün, Vatras. Was soll das? Ich kann ihn jetzt nicht mehr darauf ansprechen. Ja, dann vielleicht hätte ich ihn als Begleiter haben können. Man weiß es nicht. Ich guck mal bei Braga vorbei. Ja, aber Lago, ne? Ich meine, alle sind tot. Also Lester hat das ganze Kraut für sich alleine. Ah, die sind doch hier hingelaufen. Sehr gut. So, Leute. Alter, sind das viele. Zaru? Wie sieht's aus? Seid ihr bereit für den Angriff? Es ist Zeit. Treiben wir die Assassinen aus der Stadt. Go, Jungs! Wir holen sie uns. Diego! Geh mal weg! Erstmal die mit Namen. So, José. Oh, Kopfgeldjagd Braga. Diego, mach Luca platt! Was? Nein, lass das. Nein. Er hat, wie auch immer sie heißt, er hat Ayla getötet. Die arme Ayla. Ja, das ist aber besonders eilig gehabt, die zu töten. Nicht Diego! Diego! Selbst der Wasserhändler kommt! Zack! Macht sie nieder! Nein, die Sklaven! Der Turbanboy muss noch dran glauben! Leute, ist das Tufail da? Das ist Tufail. Ich dachte, der überlebt das. Bleib stehen. Ich mach dich fertig. Na. Der hat einen Namen. Wobei, er war ja auch irgendwie gegen die, ne? Nein, es hat ihn aufgehalten.
Der hält ganz schön viel aus, der Boy. Alter, hält der aus! Wer war das denn? Haut ihn! Alter, was hau ich gerade zu? Nein! Halt ihn auf! Meine Güte! Jungs, chillt! Die ganzen Pfeile! Ja, das war's dann auch mit Braga. Ja, damit. Aber sie haben eine der einzigen Frauen mit Namen getötet. Das finde ich nicht korrekt. Das finde ich nicht in Ordnung. Er hat sie aber hier reingehockt. Ja, wir haben gesiegt! Ja, geil. Viel Spaß hier euch. Na, Diego? Wie geht's? Gut, ihn interessiert das alles anscheinend überhaupt nicht. Oh, sie ist down. Ist down. Alle down. Komm hier, wir machen jetzt das Minendorf hier auch noch. Dann haben wir wenigstens hier den Norden. Ich meine, diese kleinen Wüstenorte sind ja so easy. Hier sind ja kaum Leute. Verdammt. Ja. Keiner bringt es fertig, dass meine Goldlieferungen aus diesem unnützen Kaff ankommen. Was zur Hölle macht Fabio da? Männer, los, schau mal, was da los ist und bringt den faulen Sack zu mir. Dem werde ich eigentlich nicht das Fell überziehen. Schickt jetzt echt Leute darüber? Es gibt schlechte Nachrichten. Immer mehr unserer Städte werden überfallen. Wenn das nicht aufhört, werden wir jeden, dem wir nicht völlig vertrauen können, töten müssen. Was willst du damit sagen? Die Frage kannst du dir selbst machen. Okay, darf ich hier doch zwei? Oh, ich darf hier doch zwei. Wir sehen uns später. Na dann, Sancho. Hey, was macht... Lol, er stirbt tatsächlich einfach. Oh nein, das ist Eusebio. Nein. Diese ganzen Sperr-Dudes. Moment, erstmal Vasco. So, wer hat noch einen Namen? Der da. Da, Kampa. Er campt irgendwo. Zack. Zack. Schlitz. Ja, was wollte er machen? Begabter Assassiner? Nicht begabt genug. Schwertmeister, du kannst mit dem Speer, kein Wunder reißt du nix. Glaub ich irgendwie nicht, dass ich sterben werde. Bleibst du hier? Nein! Hat er mich ausgetrickst? Ja, lauf nur. So, Benera ist auch frei. Gib mir dein Zeug. Mann! Das ging auch wieder viel zu schnell. Ich dachte so, ja gut, hier, dann sind wir am Ende der Folge. Aber die Assassinen sind einfach zu schwach. Die haben einfach nichts drauf. Die haben einfach nichts drauf. Ja, dann müssen wir. Dann müssen wir nach Benzala. So, Miguel. Sonst kriegen wir beide noch Ärger. Entschuldige, ich muss deinen Meister, glaube ich, jetzt töten. Schönen guten Tag. Ich will den hier eigentlich gar nicht töten. Der ist voll cool. Der Daro. Hi. Julio. Es gibt schlechte Nachrichten. Ich bin nicht mehr bereit, ein Risiko einzugehen. Genau, das passiert dann, wenn man zu viele Städte nach drei Schritten ist. Schluss. Dann ist einfach, wenn man mit einem Chef der Stadt redet, die ganze Stadt feindlich gesinnt. Sorry, Daro. Enzo, es tut mir leid. Sind die anderen? Miguel? Hallo? Was, Todeshändler? Wo sind denn die anderen? Ich hab das... Sind das jetzt die runter zum... Kommen die jetzt hier hoch? Das sind vermutlich jetzt die Orks, die
beim Tempel unten stehen. Gehe ich mal von aus. Oh, Teleportstein. Da, da, ich habe jemanden rennen sehen. Wo willst du hin? Da, wo ist denn dein Chef? Ihr habt doch noch so einen Anführer. Es ist natürlich ein bisschen doof. Miguel, was hast du dazu? Ich muss was essen. Na gut, dann tu das. Da kommen sie ja schon. Ich hack dich mal. Es gibt das Maschinen. Ist jetzt auch wieder einfach nur einer übrig? So, ruf bei Nummer 68. Ja, Miguel. Pass gut auf dich auf. Das ist eher grün. Ja, viel Spaß mit deinem Dorf. Ja, schön, dass du draußen Wache stehst. Alter. Ja, haben einfach schon die halbe Wüste befreit. Sogar mehr als die Hälfte. Wir sind immer noch nicht mehr. Ja gut, die drei großen Städte, die lasse ich mir jetzt. Also, die dauern auch, werden noch ein bisschen länger dauern. Weil die kleinen Dörfer hier, die kann man einfach so wegsnacken. Die kann man so wegsnacken. Habe ich Al-Shedim befreit? Ja, ne? Ja, doch, habe ich. Habe ich da befreit? Konnte man hier was befreien? Weiß ich gerade nicht. Können wir noch irgendwas sagen? Wir können... Nee, nee, wir können dem Mora nicht Bescheid sagen, dass Tredes frei ist, weil das bei mir rumbackt. Ich weiß gar nicht, können wir hier jemandem Bescheid sagen? Nee, oder? Können wir, glaube ich, nicht. Ja, was machen wir denn jetzt noch? Habe ich noch irgendeine Quest, die ich machen kann? Ach ja, diese Milizsoldaten. Sind das in der Wüste? Küsten. Ja, ganz ehrlich, wie soll ich die denn finden? Das kann überall sein. Orlan vor allen Dingen. War das nicht der Wirt der Taverne aus Gothic 2? Ja, gut. Wir gehen. Genau, ich wollte mal nach Lago. Der wollte da irgendwelche Leute hinschicken. Das klang irgendwie nicht so gut. Wer seid ihr denn? Leute, sind jetzt echt Nomaden. Ist das neu? Das ist neu. Das sieht moddig aus. Oh, das sieht moddig aus. Hab ich dich. Und die Namen? Oh mein Gott, die werden ja auch... Ohohoho. Leute, habe ich etwas schon wieder Schwachsinn erzählt? Und es ist doch mehr Städte, wo es noch Quests gibt. Die Info hatte ich nicht. Das war mir neu. Dann gehe ich jetzt einmal kurz gucken, ob das überall so ist. Ich meine, in Braga müssten ja die anderen Jungs rumchillen. Da sind wir ja mit denen hingegangen. Genau, die chillen hier. Die immer noch nicht grün sind. Ja, Diego. Was geht hier ab? Aber nice. Gut, doch nicht alles für Lester. Hier sind jetzt auch Leute. Oh, sind sogar Mädels dabei von den Nomaden. Die haben ja coole Klamotten an. Haben die Quests? Ernest. Alter, wie cool ist das denn? Ja, aber cool, dass sie die Städte jetzt hier besiedeln. Was? Sippenneuling. Cool sind denn die Frauen von denen, die Klamotten? Ja, ich würde sagen, wir haben doch noch was zu tun. Also, geben die... Nee, haben die einfach nur Namen? Warte mal. Wir haben dir viel. Können es nicht auch sein, dass die einfach nur generiert sind, um die Städte zu befüllen? Weil normalerweise die Städte eben nicht von den Nomaden besiedelt werden. Es sei denn, man befreit die mit denen. Zeig mir deine... Aber das finde ich tendenziell doch ziemlich cool hier. Aber ich glaube tatsächlich, dass das... Zeig mir. Wie cool sind die denn? Ich glaube tatsächlich, dass die nur Deko sind. Dann ist nur Händler und so. Wir sehen uns. Ja, okay, die sind nur Deko, aber cool. Dann vielleicht doch keine neuen Quests. Hier, Junge. Firie, Alter, wer bist du denn? Okay. Es gibt vielleicht doch was Neues? Hallo, wie geht's? Ist er denn? Was machst du hier? Bei mir ist alles in Ordnung. Ich bin im Handel tätig. Wusstest du, etwas, Feller du musst? Sind geil. Verschiedene Speisen und Getränke.
Alles ist sehr lecker und gesund. Ich bin auf der Suche nach einem Job. Brauchst du Hilfe? Ja, du kannst mir helfen. Es gibt ein Problem im Dorf. Als die Assassinen gingen, zerstreuten sie überall Giftflaschen. Es ist besser, sie alle schnell zu finden, bis niemand verletzt wird. Ich kann das nicht tun, weil ich es mit Essen zu Natürlich. Tun habe. Es war nicht genug für irgendjemanden, vergiftet zu werden. Wenn du es schaffst, gebe ich dir etwas zu essen. Finde ich das cool? Nee, finde ich nicht. Der Dicke wird natürlich wieder mit Essen assoziiert. Sobald du sie gefunden hast, bringst du sie zu mir. In der Zwischenzeit überlege ich mir, was ich mit dem Gift mache. Okay, versuche diese Flaschen zu finden. Beeil dich. Die Straße ist jede Sekunde. Die Straße ist jede Sekunde. Habe ich dafür jetzt nur 5 Tage. Okay, wir suchen Flaschen. Trinken. Wo kann ich denn nach denen suchen? Da ist doch bestimmt Gift. Warte mal. Welche mit Gift? Aber ich kriege nicht mal angezeigt, wie viele das sind. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Da ist noch eins. Ich hoffe mal, ich kann die Sachen einfach klauen. Nicht? Oder ein Toter? Ja, wer bist du denn? Asani? Alter, wie cool ist denn die Rüstung, bitte? Wie cool ist die Rüstung? Woher ist die? Die sagt mir halt auch nichts. Aus welchem Spiel ist die? Ist das Risen? Sagt mir gar nichts. Ich suche erstmal die Giftflaschen. Nee. Wie cool ist das denn? Ja. Ich hätte gerne nur irgendwie... Wie sieht er denn aus? Pass gut auf dich auf. Ich hätte nur gern irgendwie einen Indikator. Wie viele? Tja, Lester, doch nicht alles Sumpfkraut für dich, was? Ist sie? Saola. Okay. Ach, hier hockt jetzt Chuck hier und raucht. Da stand ein Fläschchen. Okay, hab ich gar nicht gesehen. Alter, was hat er denn auf dem Rücken? Alter, wie cool ist das? Ja, Leute, ich bin schon am Schwärmen. Ihr kennt das. Hab ich vielleicht jetzt schon alle... Ich glaube, die auch in den Minen am Buddeln sind. So, reicht das? Nee. Gehen wir zu den Minen? Ich glaube nicht. Okay, wo kann ich noch... Wo kann ich noch Gift finden, wohl? Unten am Hafen vielleicht? Hafen, am Steg? Nee. Ich darf jetzt immer mal klicken durch die Gegend. Vielleicht finde ich ja was. Er vielleicht noch irgendwas in seiner Hütte? Nein. Der hat auch nicht was. Hat, okay. Tja. Gift. Gift, 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 Gift. Oh. Aber hier ist nichts. Das wird doch jetzt auch nicht hier irgendwo im Gras liegen, wo ich es nicht sehe. Da war noch ein Gift. Das muss jetzt das letzte sein. Hast du was zu sagen? Ja. Ja, dann haben wir doch anscheinend noch ein paar kleine Quests. Finde ich aber ganz cool. Zwar auch nicht alles.
Wie viel Gift habe ich denn jetzt? Weiß es nicht. Wieso sieht der Fokusstern eigentlich aus wie ein Lippenstift? Tja, keine Ahnung. Aber es heißt so sicher auch nicht, dass ich die 5 Tage jetzt verstreichen lassen muss. Das fände ich auch irgendwie ein bisschen weird. Bisschen sehr. Der war ja auch einer. Ja gut, Leute, ich gucke nochmal rum, ob ich vielleicht noch eine Flasche finde. Ja, haben wir doch noch ein bisschen was zu tun. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Abonniert, wenn ihr es noch nicht habt. Und dann sehen wir uns in der morgigen Folge. Bis dahin und bye bye.